Meine Damen und Herren, heute heißt es 10 Jahre ZDF Neo und wir haben einen fantastischen Gast für diese Jubiläumsausgabe. Olli Welke ist zu Gast. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute vorbeizukommen. Große Ehre. Die Stimmung ist total super. Wir sind alle schon mega gut drauf. Wir feiern mit den Kollegen von ZDF Neo. Für die ist es ein besonderer Anlass. ZDF Neo ist ja eine richtige Karriereschmiede. Da machen Leute nicht nur vor der Kamera Karriere, auch hinter der Kamera beginnen da ZDF-Karrieren. Der Mann, der heute Programmdirektor ist, dein Chef. Ja, Norbert. Herr Norbert. Norbert. Du nennst ihn Norbert, ich sag Herr Norbert. Weil ich bin junger Mann und der ist weit über 70. Man sieht ihm das nicht an, aber er ist weit über 70. Ich dachte, er wäre der jüngste Programmdirektor mindestens von Deutschland. Ja, das ist, schließt sich ja nicht aus. Die Programmdirektoren sind sehr, sehr alt. Ja. Nee, und der hat den Sender damals mitgegründet und ist heute, zack, aufgestiegen zum Programmdirektor. Ja. So, Olli, wir haben heute Abend einiges zu besprechen, was man im Hauptprogramm machen muss. Wir blicken auf 10 Jahre ZDF Neo zurück und auf 10 Jahre ZDF. Deine Sendung gibt es auch seit 10 Jahren. Ja, genau. Mai 2009 war die erste Ausgabe. Hat sich in diesen 10 Jahren so eine gewisse Evolution eingestellt? Ist irgendwas besser geworden? Der Show? Ja. Also hast du was verändert? Hast du dich verändert? Hat sich etwas für dich merklich verändert? Also erstmal ist meine eigene Kompostierung vorangeschritten natürlich im Laufe dieser 10 Jahre. Und wir haben tatsächlich ja auch das Team immer wieder brutal verjüngt. Also Haselbrugger, Fabian Köster. Sobald jemand die 40 erreicht hat, zack, abgesägt. Ja, ja, da sind wir bretthart. Nein, es sind auch noch tatsächlich welche von ganz aus den ersten Sendungen dabei. Auch hinter den Kulissen gibt es noch Leute, die von Anfang an mit dabei waren? Auch, ja. 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 War das damals eigentlich eine sichere Nummer, die Heute-Show? Nein. Dieser Platz zwischen Heute-Journal und Aspekte galt als sichere Todeszone. Ah, okay. Und so warum waren auch die Quoten die ersten anderthalb Jahre. Warum? Wegen Heute-Journal oder wegen Aspekte? Das müssen die unter sich ausmachen. Ich hab beide gleich lieb. Und du hast quasi so einen Keil getrieben zwischen die Kultur und den Ernst? Genau, genau. Ja. 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 Und wie fühlt sich das an am Freitagabend? Ich frage nur Interesse, aber für den Fall, dass eines Tages, das weiß man ja alles noch nicht. Du doch mal Aspekte moderierst. Falls ich noch mal Aspekte moderiere, aber Jo Schück ist ein Beißer, der wird mich da rausbeißen. Liebe Grüße, die verstehen den Spaß. Hashtag der Woche ist übrigens heute 10 Jahre ZDF Neo. Ich muss Oliver Welke, ich muss immer noch alles, das seit Erdogan muss alles immer schriftlich laufen bei mir. Aus Sicherheitsgründen. Du bist Oliver Welke, du bist der Gast. Dein Sternzeichen ist? Widder. Widder, also im Frühling geboren. 19. April. Ja. 3 Stunden vor dem 20., was ich ganz gut fand. Das am 20. ist... Hat Bernd Stelter Geburtstag. Nee, am 19. hat er auch Geburtstag. Ach so. Ja, aber wenn angenommen, das wäre geschichtlich anders ausgegangen, dann hättest du 2 Tage Party machen können. Richtig. Wir müssen auch mal mit sowas wie alternative Dimensionen und alternative Versionen von Gegenwart uns vor Augen halten, weil sowas kann passieren. Zeitreisen, meine Damen und Herren, ist ein großes Thema heute Abend. Es hätte alles ganz anders ausgehen können. Die Gegenwart hätte ganz anders ausgehen können, wenn nur ein Schmetterling anders seinen Flügel bewegt hätte, dann wäre alles ganz anders ausgegangen. Dass du beim Fernsehen gelandet bist, ist ja auch nichts, was jetzt prinzipiell von vornherein feststand. Was soll das denn heißen? Nee, aber du kommst vom Radio. Ja. Ich komme auch vom Radio. Das ist die wenigsten schaffen es aus diesem Sumpf. Das ist richtig. Und auch mit Recht. Aus Gründen. Ja, genau. Also bei mir war es wirklich so ganz spießig, Zeitung, Radio und dann Fernsehen. Und als 5-Jähriger ja Werbung für Dosenwürfel. Ja, ja, die Knacker einfach. Knacker einfach. Knacker einfach. So heißt heute deine Produktionsfirma. Ja, genau. Ist das, wie hast du das markenrechtlich hinbekommen? Gibt es Knacker einfach noch? Also ich glaube, es gibt die Firma noch Knacker einfach, weil ja nur die Wurstsorte, das war einfach die billigste Heißwurst, die es gab. Also das, was am Ende der Schlachter zusammenfegt. Oliver Wilke, meine Damen und Herren. Oliver Wilke, ja genau. Hätte ich meinen Namen ein bisschen besser ändern sollen. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde es übrigens, wo wir gerade darüber sprechen, über die Wilke, ich finde es eine absolute Schande, wie der Wurststandort Deutschland absolut so in den Dreck gezogen wird. Wenn wir was konnten, dann das. Und jetzt? Nicht mal mehr das. Also war wirklich, eine Zeit lang hat ja Oliver Kalkofe in jedem Interview, du kennst ihn ja auch, der war mehrfach hier über mich gesagt, er war die Claudia Schiffer der ferkelverarbeitenden Industrie. Das wird bleiben. Und auch noch jemand, der in Niedersachsen beruflich gewirkt hat, das ist ja auch ein klassisches Wurstland. Also man hat da nichts anderes als Massentierhaltung und aus den in Massen gehaltenen Tieren wird Wurst gemacht. Und dass dieser Standort, Wurststandort Deutschland, das ist wirklich eine Schande. Nach dem Diesel nehmen Sie uns noch die Wurst. Bleibt uns denn gar nichts mehr? Nee, wirklich. Wer sind wir eigentlich noch? Traurig. In der Satire-Nationalmannschaft wäre da Jan eher eine falsche 9 oder eine abkippende 6? Was ist eine abkippende 6? Ja, gute Frage. Aber das ist sehr langweilig. Wir nehmen die 9, weil alles du machst klar. ja die Tore, du machst das Spiel. Ja, naja, nee, das ist schon, also ich bin eher der Mario Basler.
Also es wird viel geraucht, genau. Und ab und zu mal knipst er einen, wenn er will. Haust du so einen Ball vom Weizenglas. Wo ist eigentlich Ralf Kabelka? Das wollte ich dich mal fragen. Ralf Kabelka hat bei uns Asyl gefunden. Bei euch ist der, oder was? Ich wundere mich, im Zeugenschutzprogramm bei der Heute Show und hat erzählt, was er hier durchgemacht hat. Also, das ist immer noch traumatisiert, muss man so hart sagen. Hat er noch diesen schlimmen Abszess im Gesicht? Entschuldigung, das ist sein Gesicht gewesen. Ich habe es völlig durcheinander gebracht. Liebe Grüße, Ralf, den Spaß versteht er sicherlich. Aber warum ist er denn bei euch? Ich kam letztens zur Arbeit. Er muss doch irgendwas machen, soll er arbeiten in seinem Alter, oder? Nee, das kann man ihm auch nicht zumuten. Nee, das stimmt. Liebe Grüße. Und Ralle. Unser Ralle. Ralf ist übrigens, der ist tatsächlich der ist so das Bindeglied zwischen unseren beiden Redaktionen. Wir haben ja eigentlich räumlich wenig miteinander zu tun, sehen uns selten privat. Andere Ecke von Köln. Du rufst selten zurück. Ich rufe dich oft an und lob dich für die Sendung und sag, ey, Olli, gute Show. Du meldest dich nicht. Es nervt schon dein ewiges Feedback. Ich sehe das und denke, was will er denn jetzt wieder? Der Junge von Neo, mein Gott. Aber Ralf war tatsächlich am Anfang bei uns dabei, dann ist er zu dir gegangen, dann ist er eine Zeit. Nein, erst war er bei uns, dann bei dir und jetzt wieder bei uns. Ja, so. Ach so, ja. Ne? Die Wanderhure vom ZDF, Ralf Kabelka. Liebe Grüße. Übrigens der Einzige im Team, der noch älter ist als ich, hat er dir wahrscheinlich nie gesagt, er ist Jahrgang 1964. Das was? Ralf hat immer gesagt, er ist Jahrgang 83. Ja, na klar. Das Neo-Magazin ist die Heute-Show für ... Bitte vervollständigen. Lebende Menschen. Lebende Menschen. Wir haben auch junges Publikum. Ja, aber das ist so junges Publikum, was innerlich so gestorben ist. Ja, was innerlich so Benjamin Button-mäßig. Moderiere die heutige Sendung bitte an wie ein Champions League-Spiel, ist die letzte Frage. Ach, du da ist die 2, das ist unsere 1. Die 2 ist unsere 1. Das rote Licht ist übrigens, das habe ich letzte Woche rausgefunden, das heißt, dass man gerade in der Kamera gefilmt wird. Cool. Habt ihr sowas auch? Das haben wir gekauft von Ihren Gebühren, meine Damen. Kennst du eigentlich iMovie? Ja, kenne ich. Damit wird das hier alles zusammengefahren. Ja. Ne? Und wir haben herausgefunden, man kann nicht nur eine Videospur machen, sondern mehrere Videospuren und kann das dann verschieben und überlappen und teilweise Tonspuren da einfügen. Und das machst du alles selbst noch, alles wenn selbst. Der Abspann durch ist. Es gibt, weil du wirst lachen, es gibt iMovie nämlich auch als App. Fürs Nein. Handy. Fürs Handy. Wirklich? Auf meinem Handy sind alle Sachen drauf, die jemals bei ZDF Neo gelaufen sind. Habe ich immer mit dabei. Wenn ich mal down bin, schlechte Stimmung, irgendwie Bares für Rares mich runterzieht, dann gucke ich mir, keine Ahnung, da wird mir übel mit Wolfgang Trepper an oder sowas. Oder Bambule mit Sarah Kuttner. Liebe Grüße. Oder die Stuttgart Late Night, weißt du das noch? Oh ja, aber das wissen ja wirklich nur noch wir Älteren, oder? Was macht Benjamin von Stuttgart-Barre jetzt eigentlich? Bestimmt Lesungen oder sowas. Ja. Man wird entweder Berater oder man geht auf Lesungstournee. Das ist der Einzige, der es wirklich rausgeschafft hat, unbeschadet aus ZDF Neo. Ja, ich habe ihn lange nicht gesehen. Wie viel Schaden er genommen hat, kann ich nicht sagen. Aber kann schon sein. Moderiere die Sendung bitte an wie ein Champions League-Spiel. Das ist alles, ich weiß, was ist das für eine scheiß Frage? Wirklich? Ich finde, das streiche ich einfach Bayern, raus. Bayern, Barcelona, hier ist Olli Kahn. Das möchte ich nicht, dass du das machst. Lass dich da nicht von so einem Zettel dazu zwingen. Wir sind hier ganz frisch und wild bei ZDF. Nee, wir machen einfach mal nicht, was auf dem Zettel steht. Du bist steht. Ja drauf, wirklich. Ja. Das ist unser Emotionspad. Da kannst du draufdrücken, wie du dich gerade fühlst. Ja. Meine Damen und Herren, heute Abend zu Gast im Neo-Magazin Royal, Olli Welke. Und wenn wir zu spät dran sein sollten, Schuld daran ist Olli Welke. Bis heute Abend. Tschüss.